Jingle Bells. Das ist mal schön. Eine Rockversion von Jingle Bells. Guten Morgen zum nächsten Türchen. Mal wieder von Games for Girls, weil die besten Spiele machen. Ich könnte jetzt so viel dazu sagen, aber ich mach's mal nicht, weil aus Prinzip, ich möchte nicht immer Frauen schlecht machen, aber ich mache auch Männer, ich mache auch Jungs schlecht. Also ich mache einfach, ich mache jeden Menschen schlecht. Also so gesehen, bloß bei Frauen ist es so einfach, Mädels. Wehrt euch doch mal gegen Spiele, die euch so schlecht machen. Naja, wir sehen hier wieder vorne ein Weihnachtsmann, der eh nie jemanden abbekommt. Und im Hintergrund wieder nur nach 15 statische, gleich aussehende Typen. Ach, darauf stehen die Frauen, habe ich das Gefühl. Hauptsache, sie haben an jeder Hand ein Geschenk für sie. Jetzt fange ich ja doch schon wieder an. Entschuldigung. Starten wir mal. Frohe Weihnachten! Es ist Zeit, unsere Boutique zu dekorieren. Oh, doch ein dekoriertes Spiel, verdammt. Ich wusste nicht, was wir haben. Was? Das Äußere von einer Boutique wird dekoriert? Okay, fangen wir einfach mal an. Wir dürfen das Haus, das Dach, das was vollkommen egal ist, ändern. Das sieht scheiße aus. Das ist, als ob ich nicht fertig gebaut hätte. Naja. Ich finde irgendwie das oder das am schönsten. Apotheke hört sich nach klein an und deshalb ist das besser. Und das Dach wird... Das muss ich von den anderen ein bisschen ab... Apotheke kann ruhig lila werden. Boutique hört sich auch so nach alte Oma an oder so. Und die Fenster... Oh mein Gott, das sieht aus, als ob ich fressen möchte. Die Augen hier. Diese Schlangenaugen. Das ist total falsch. Das geht gar nicht nach links. Naja, was soll's. Das sieht süß aus. Das sieht doof aus. Ach, die meisten sind scheiße, muss ich sagen. Da passt das am besten, aber irgendwie nicht so... Wir gehen doch eh nicht nach oben. Naja, was soll's. Wer hat sich das ausgedacht? Machen wir das. Weil das sieht irgendwie so nach Realismus aus. So ein bisschen, bisschen. Türen. Das sind die Außenfenster. Eine Boutique braucht eigentlich kein großes Fenster zum Reingucken. Aber jetzt auch nicht das hier wie so ein Café. Das passt. Das ist, wenn man eine Boutique ist, ja, ist es immer eng und man hat Angst, gegen andere zu stoßen. So im Gefängnis. Ich würde sagen, eine Boutique... Ich weiß nicht. In der Boutique, ich stelle mir vor, wenn man da lang geht, dann will man nicht so ein Schaufenster an alles sehen. Man will da so reingucken können und sagen, oh, guck mal, was ich darin finden kann. Finde ich. Deshalb mache ich das. Die Tür ist natürlich genau davor. Wow, super gemacht, Spiel. Danke. Das wird gleich super beim nächsten. Muss ich jetzt immer wieder X drücken, um zu gucken. Egal. Und die Tür muss auch einladend, aber gemütlich sein. Und das dann wiederum passt das hier, weil es ist eine fucking Boutique. Mir ist es so egal. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ach, wirklich? Genau davor. Okay. Nein, wir sind hier kein Nightclub. Ja, nee, komm. Dann passt auch dieses gemütliche Kleine, glaube ich. Oder wir machen so einfach nur zwei Stufen. Wenn es dann glatt ist, dann kann man sich das Knick brechen. Ist doch schön. Und die Farben. Ach so, das Außen. Das ist mir alles zu eklig. Da wird braun, weil alles andere ist zu auffällig. Die Lichter. Die komischerweise glühen wie... Da, das ist schön. Die gehen auch, aber das sieht eher so danach, keine Ahnung. Ach, wir dürfen selbst bestimmen, was für eine Lampe vor unserer Tür ist. Das wusste ich nicht. Aber dann nehmen wir natürlich so eine zurückhaltende. War es das? Fuck. Okay, das ist viel. Was haben wir denn als nächstes? Ach so, das, was im Fenster hängt. Ich möchte nichts davon. Irgendwie. Aber das hier passt. Jingle Bells nervt mich. Am Ende ganz fürchterlich. Denn ich kann es nicht mehr hören. Es wiederholt sich immer wieder. Warum ist das eigentlich ein Games for Girls jetzt? Also, das ist ja eigentlich eine Dekoration und weniger Architektur. Das stimmt schon. Und total kitsch. Guckt mal, wie Amerika es immer leuchtet. Voll übertrieben.
Silvester müssen die sich nochmal, okay, das Gute ist, sie müssen sich um Silvester dann nochmal übertünchen, überkommen. So, warte. Ah, komm, das. Ein bisschen muss schon da sein, ist sonst langweilig. Na, was geht das denn? Ah, natürlich. Wir bemalen einfach unseren Fußgängerweg neu. Ich finde aber, das sieht eher aus wie so ein. Ach, ich weiß nicht. Wieder nicht gemütlich. Ich würde sagen, das hier sieht aus wie so ein Fußgängerweg. Jo, das passt auch. Da passt jetzt aber die Treppe nicht mehr. Da würde ich sagen, wir machen voll im Weg, ey. Oh, ich muss einmal hier rumlaufen. Danke nochmal, Bitch. Das finde ich nicht gut. Oh, wie wär's mit kein? Viel besser. Dass ich das mal jetzt dahin sage, aber ich finde es besser, wenn hier nichts ist. Und wir können noch die Straße verändern, natürlich. Die Straße verändern wir, indem wir das Wasser machen. Ich habe keine Ahnung. Mir doch egal, wie die Straße ist. Man kann es auch übertreiben. Und das Willkommensschild wird so grünlich. Passt besser. Und der Mülleimer. Ja, der fällt nicht so auf. Der sieht hässlich aus, als ob wir hier so im Ghetto wären. Der sieht aus, als ob ein Barbershop. Das könnte ja dann da so ein Friseur sein. Und der sieht aus, als ob vor meiner Tür geraucht werden soll. Nein, vor meiner Tür wird nicht geraucht. So. Der Weihnachtsbaum. Sind alle hässlich. Was ist das denn? Ein Außerirdischer landete vor unserem Haus. Ja, nee, komm, dann finde ich doch das hier noch am besten. Nee, komm, der ist gut. Keiner davon steht da, wo er stehen sollte, in dieser Erde. Finde ich natürlich gut. Sowas merkt man ja auch nicht beim Testen des Spiels. Aber ist ja auch Games for Girls, die achten auf sowas nicht. Keine Ahnung. Ich finde, der zum Beispiel sieht so perfekt aus, dass er jetzt aber noch nicht ausgepackt wäre. Der sieht krank aus. Ich finde, der sieht zum Beispiel, ist aber zu sehr laubmäßig. Ich mag das hier, das ist so ein bisschen schief und trotzdem, dann wiederum sieht es auch nur aus wie Papier. Aber ich mag die Farbe. Boah, der hat zu viel gegessen. Guck mal, ich bin fluffig und aufgebaut. So, entweder den oder den. Aber das sieht aus, als ob er eingefroren wäre, muss ich zugeben. Der ist schön grün. Ach Mann, aber der ist so hübscher. Wir nehmen den hier, mein Gott, was soll's. Und wir können... Natürlich, wir sind Gott. Wir können den Schnee verändern. Das ist kein Schnee. Oh mein Gott. Das ist... Den Gedanken mache ich jetzt nicht weiter. Das sind jetzt die Außerirdischen, die mit diesen... Warte mal, jetzt müssen wir das doch ändern. Die Außerirdischen sind mit diesem hier UFO gekommen und bewegen sich. Schaut, oh mein Gott, wir sind sich überall... Warte, können wir da eine Bewegung draus machen? Warte. So. Zuerst so, dann... Nein, zuerst so, dann so, dann so, dann so. Bewegen sie sich alle ein bisschen. Ach, bewegen sie alle anders. Klar, das ist total wichtig zu gucken, wie der Schnee liegt. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Schnee, wir haben ein bisschen Schnee, wir haben ein bisschen Schnee, ein bisschen Schnee. Ach komm, ich sag's jetzt doch, ist doch egal, ihr seid eh meine Zuschauer, ihr wisst, was euch erwartet. Das sieht aus, als ob das ein kleines Barbie-Häuschen wäre und irgendein Perverser sehr gut findet. Das ist Bukake Boutique. Kaufen sie jetzt ihre... Ja. Ist ja gut. Tut mir leid. Es sieht einfach beschissen aus. Wo liegt denn so der Schnee? Wirklich? Hast du keine Heizung an? Warum liegt hier oben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier Schnee. Ach so, es geht danach, welches Dach ich habe, denke ich mal. Warte kurz. Nein. Doch. Es geht... glaube ich, nach dem Dach. Und, weil ich nehme mir fest vor, das nächste Jahr mich ein bisschen zu bessern, das ist Glasur. Denn das hier ist ein Weihnachts...
Aufsteller. Und das ist alles aus Kuchen und Plastik gemacht, damit auch Menschen, die Kinder essen können. Und das ist Zuckerglasur. Und die Zuckerglasur wurde da so rübergesprüht. Ich hasse es, wenn der Schnee so liegt. Entweder überall oder gar nicht. Ich hasse den. Oh, ich hasse es jetzt schon. Jetzt, wenn ich jetzt überlege, in Anfang des Jahres, wenn der Schnee wieder weggeht, und überall so welche. Weil sowas bleibt ewig. Ich weiß nicht warum. Der Schnee geht weg, läuft hier so ab, aber bleibt an diesen Stellen ewig liegen. Man fragt sich mal, warum? Am liebsten würde man mit einem Föhn dahin gehen und diesen Schnee wegmachen. Rage vorbei. Jo, das war's. Wow, unsere Boutique ist die hübscheste von allen. Unsere Boutique ist auch die einzigste. Einzige. Was war denn das? Wo habe ich denn da ein Haar reingetan? Einzige. Mein Gott. Und ja, wir sind die einzigen, die irgendwie, ich bestimmt ist gar nicht. Ah, ich verstehe, deshalb ist der Schnee weg. Wir haben schon März. Und die ganzen Leute sagen, oh mein Gott, kannst du endlich mal aufhören mit dieser scheiß Musik den ganzen Tag und Weihnachtsdekoration. Wir haben März. Nein, ich will, dass ewig Weihnachten ist. Und alle anderen haben schon ihre Dekoration schon längst abgenommen und bereiten sich auf Ostern vor. Und selbst der Mond ist scheinbar am irgendwie. Das ist nicht der. Das sieht seltsam aus. So ein Hybrid zwischen Mond und Sonne. Und wenn es die Sonne ist, warum ist es so dunkel und leuchtet hier? Wenn es der Mond ist, warum ist er so am Strahlen? Fragen über Fragen, die nur einer beantworten kann, und zwar die Macher von gamesforgirls.com. Also ich glaube, ich muss da mal raufgehen auf Games for Girls. Games to Girls steht da. Jetzt überlege ich gerade, wo der Unterschied ist. Games for Girls, Games für Mädchen, ja, Spiele für Mädchen. Da steht aber Games to Girls. Games zu Mädchen. Heißt das, Spiele werden zu Mädchen? Dann werden es aber richtig dumme Mädchen. Jetzt macht vieles Sinn. Nein, eigentlich muss man darauf gehen und mal gucken, was es so gibt. Ob es da Justin Bieber gibt für als, keine Ahnung, was. Games to Girls ändert natürlich alles. Da gibt es dann vielleicht ja, was anderes. Wir schauen nur einfach mal. Oh ja, wir haben alle Freundinnen und wir laufen auf der Straße, weil wir dumm sind. Wir gehen über der Boutique zwei dumme kleine Sachen kaufen. Warum grinst du so? Geh arbeiten. Du schenkst doch. Warum kaufen die eigentlich Sachen? Müsste der Weihnachtsmann, wenn es den Weihnachtsmann wirklich gibt, warum bringt er die Geschenke nicht? Warum kaufen wir Geschenke? Verstehe ich nicht. Warum muss ich jetzt noch Geschenke kaufen für meine Familie und Freunde, wenn der Weihnachtsmann die doch eigentlich bringen sollte? Also, warum gibt es überhaupt Geschäfte? Welcome! Ich wollte mich zurückhalten. Okay, kommt ihr bald mal an. Wir gucken mal. Das hier ist der Klaus. Er hat Geschenke eingekauft für seine Frau und sein Kind. Ziemlich scheiß Geschenke. Oh, die Armen sind in der Hölle gelandet. Guckt. Fwing. Oder in Portal 3. Und er merkt es nicht. Oh nein, ich weiß, was hier abgeht. Der Weihnachtsmann hat... Also entweder der Weihnachtsmann ist ein Arsch und sie haben gerade noch eingekauft im letzten Moment, im März, und kommen jetzt nicht nach Hause, weil er so ein, das geht ja auf der anderen Seite wieder weiter, der hat so, keine Ahnung, einen Loop reingehauen, ja, deshalb lächelt auch so, er findet es lustig, dass die beiden nie wieder nach Hause kommen. Oder, zweitens, das sind immer verschiedene, bloß hier, da geht es zum Dorf Rot. In Villabajo wird noch gesäubert und die mögen aber nur Sachen kaufen von Braun und andersrum. Und die kommen jetzt alle von dem Geschenke kaufen wieder zurück. Die mögen sich untereinander nicht wirklich, weil das sind ziemlich rassistische Dörfer und deshalb gehen sie immer so links und rechts, so hin und her. Warte kurz. Ich musste kurz gucken, ob der Sound noch an ist. Erschrocken. So, oder drittens, die beiden hier, die haben sich gegenseitig Geschenke gekauft, weil sie sich in Wirklichkeit lieben, trauen sich aber nicht zu sagen und deshalb gehen sie immer aufeinander zu. So, er geht hin. Jetzt geht er hier rum
Und jetzt werde ich ihm das sagen, jetzt werde ich ihm das sagen. Du, Klaus! Nein, doch nicht. Ne, trauen sich nicht. Total süß. Oder die Boutique ist alles nur ein Traum, wie dieses Video auch, wie dieses Türchen, wie überhaupt euer ganzes Leben. Und ihr wacht gleich auf und werdet aufwachen in einem chinesischen Gefängnis durch die Schreie eures Nachbarn, der mal wieder ausgepeitscht wird. Und ihr denkt euch nur, zum Glück war ich es diesmal nicht. Dann wiederum ein bisschen Nähe zu Weihnachten wäre ganz schön. Also denkt ihr euch, mal wieder ein bisschen Gruppenvergewaltigung wäre ja auch mal wieder ganz gut. Wenn schon nicht der Braten gefüllt wird. Ach, schon Gott, ich brauche unbedingt Weihnachtsstimmung. Gucken wir uns diesen Wackeldackel an. Er geht sogar wirklich im Takt. Er ist tot. Der Weihnachtsmann ist tot. Er wackelt nur noch so ein bisschen weiter, aber er ist in Wirklichkeit tot. Er hat sich erstickt. Das sieht aus, als ob er sich freut, aber in Wirklichkeit ist er gerade erstickt an irgendetwas, an seinem Popsicle, den er geklaut hat hier hinten. Und er hat allem gesagt, das ist nichts, das ist ein Stock. Und er, nein, ich kann es essen, ich will der Weihnachtsmann. Na, er ist gegessen und dann ist er gestorben. Jo, Games to Girls, to you, Happy Birthday und best Boutique ever. Gute Nacht.